Sie ist wie eine Katze, aus die eine Ratte gefressen hat. Die Jagd ist vorüber. Hervorragend. Das Eckbüro ist deins, mein Schatz. Das Eckbüro? Daddy, ich bin raus hier. Du verlässt das Center? Wir hatten einen Deal. Ich bringe Jared zurück und dann lebe ich mein eigenes Leben. Daddy? Das ist erst der Anfang, Engelchen. Alles okay, beruhige dich. Du bist wach, es ist vorbei. Du irrst dich, es wird nie vorbei sein. Sie schulden mir überhaupt nichts, Mrs. Hatun. Jared, nennen Sie mich Rita. Rita. Also, wo ich herkomme, zeigen die Menschen ihre Dankbarkeit. Sie haben mich und meinen Laden vor einem Erpresser bewahrt, der sich Vermieter nennt. Ich stehe in ihrer Schuld. Mikasa, Sukasa. Okay. Oh, spielen Sie gerne Lotto? Ich habe eigentlich noch niemals gespielt. Ah. Hier, nehmen, rubbeln sich freuen. Danke. Der Wahrscheinlichkeit nach stehen die Chancen, den Jackpot zu knacken, 1:1.983.816. Das ist so wahrscheinlich wie im U-Boot, von einem Blitz getroffen zu werden. Hören Sie, Sie bringen mir Glück. Und ich Ihnen vielleicht auch, Jared. Na gut, ich versuche es. Alles in Ordnung? Tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Er ist umgekippt. Wir liegen alle auf dem Boden. Ich kann nicht mehr verlaufen. Hey! Hey! Bleib stehen! Hey! Hey! Hast du dir wehgetan? Bleib da stehen! Das ist mein Rucksack! Und Mrs. Hartunians Geld. Wie heißt du? Geht sie einen Dreck an. Dreck an? Ja, einen feuchten Dreck. Hast du vor, eine Spazierfahrt mit der Bahn zu machen, feuchter Dreck? Ich muss Ihnen nicht antworten. Sie sind kein Bulle. Ich will dir einen guten Rat geben, Dylan. Hale, wenn du das nächste Mal deinem Daddy Brieftasche klaust, solltest du vorher nachsehen, ob etwas mehr Geld drin ist. Er sieht aus, als wäre er sehr nett. Er ist ein Arsch. Wie die meisten Anwälte. Kleidung? Zahnbürste? Ich verwette mein Los, dass du von zu Hause abgehauen bist. Was geht Sie das an? Weil ich nie das Glück hatte, eins zu haben. Na fein, dann sind wir schon zwei. Hör zu, wenn du von zu Hause ausgerissen bist, befolge meinen Rat. Geh zurück. Egal, was los war, das lässt sich aus der Welt schaffen. Gemeinsam. Ich werde nach Atlanta gehen, zu meinen Freunden. Meine Eltern brauche ich nicht. Dieser kleine Dieb. Entweder sie lassen mich laufen oder rufen die Bullen. Wie wär's, wenn ich dich stattdessen nach Hause bringe, Dylan? Wohnst du auf einem Boot? Ja, mein Dad ist vor ein paar Wochen in den Hafen gezogen, nachdem er und Mom sich getrennt haben. Wo ist sie jetzt? In London. Sie richtet ein Haus ein und hat da einen neuen Job. Hören Sie, ich sag Ihnen, das ist nur Zeitverschwendung. Mein Dad ist in der Firma. Er ist immer in der Firma. Unser Boot liegt da drüben. Sieht aus, als wäre jemand an Bord. Das glaube ich nicht. Ist das dein Dad? Ich weiß es nicht, dass er da ist. Er ist sonst niemals da. Es gibt Pretender unter uns. Ich wurde meiner Familie geraubt. Nach 36 Stunden zeigt er schon mehr Talent als alle anderen. Wie viele Menschen sind tot durch das, was ich mir ausgedacht habe? Seit ich ausgebrochen bin, bin ich auf der Suche nach meiner Vergangenheit. Er ist ein Pretender. Ein Genie. Er kann sich in jede Person verwandeln, die er sein will. Das Center will ihn lebend haben. Wenn möglich. Er verteidigt die Schwachen und Missbrauchten. Das Leben ist ein Geschenk. Ein Arzt? Heute bin ich einer.
nichts. Also, wie war das mit dem Boot? Bevor mein Dad in der neuen Firma angefangen hat, haben wir das Boot renoviert. Da stand Verdünner, Farbe, das Zeug könnte das Boot in die Luft gejagt haben. Gut, wir versuchen deine Mutter in Übersee zu erreichen. Bis uns das gelingt, wird sich die Fürsorge um dich kümmern. Okay? Irgendwas verschweigen Sie. Ja. Das habe ich am Infobrett gefunden. Ist Hales Handschrift. Ein Abschiedsbrief. Was dagegen, wenn ich es ihm sage? Okay. Entschuldigen Sie mich. Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass Sie mich zuerst anrufen, Detective. Ich habe nicht gewusst, dass der Mann in Ihrer Form... Was wissen Sie? Die Taucher sind noch im Wasser, aber nach so einer Explosion und bei der Strömung kann es 48 Stunden dauern, ehe wir Hales Leiche gefunden haben. Schaffen Sie es in 36, okay? Hale hat einen Sohn. Wo ist er? Er sitzt da drüben auf der... Suchen Sie den Jungen. Sein Vater hat ihm vielleicht was erzählt. Vorwärts. Oh nein. Und Jared war über alle Berge, als wir zu seiner Hütte in der Wüste kamen. Aber... Das hier lag in der Schreibtischschublade. Der Text ist ziemlich eindeutig. Ja. Parkers Schlussfolgerung? Oh, Miss Parker konnte uns nicht begleiten. Sie war auf der Reise nicht dabei. Konnte sie nicht begleiten? Sie ist krank. Ich weiß, dass sie anderen Interessen nachgeht. Ich möchte mir kein Urteil über jemanden erlauben, der von Leidenschaft verzehrt wird. Es gibt andere Leute, die weniger... friedfertig sind, wenn sie sich nicht auf ihre Aufgaben konzentriert. Oh, du machst dich wundervoll als Hausfrau. Du solltest mal sehen, wenn ich staubsauge. Wieso bist du noch nicht angezogen? Weil es so ein wundervoller Tag ist. Und da dachte ich, ich hole ein paar Flaschen Wein und wir fahren irgendwo hin. Parker, du musst mit deinem Vater reden. Ich weiß. Hör zu. Wenn wir je eine gemeinsame Zukunft haben wollen, musst du ehrlich zu ihm sein. Nur so wirst du frei werden. Ich weiß. Ich kann und will nicht ohne dich leben. Und ich will noch nicht mal daran denken, okay? Du musst zuerst 011 wählen. Du wolltest deine Mutter anrufen, habe ich recht? Was wollen Sie von mir? Die Polizei hat eine Nachricht gefunden. Was für eine Nachricht? Die Handschrift ist die deines Vaters. Die Polizei glaubt nicht, dass die Explosion auf dem Boot ein Unfall war. Tut mir wirklich leid. Hier ist die Brieftasche deines Vaters. Ich dachte, dass du sie wieder haben willst. Behalten Sie sie. Du willst einfach so abhauen? Ja, zurück nach Atlanta, wo das Leben mehr Sinn hatte. Deine Mutter wird dich bald abholen. Sie sagten, dass sie verreist sei. Sie versuchen, sie zu erreichen. Hören Sie, ich kann mich mit ihr in Atlanta treffen. Ich kann nicht zurück zur Polizei gehen. Die bringen mich nur zur Fürsorge oder stecken mich in ein Waisenhaus. Dylan, ich kann dich nicht allein wegfahren lassen. Wo soll ich denn sonst hin? Erst beraubt er mich und jetzt will er in meinem Gästezimmer wohnen? Ich will gar nicht hier wohnen. Oh, und er ist so freundlich. Sie haben doch gesagt, ich würde Ihnen Glück bringen, oder? Andererseits wäre es schön, mal wieder Schritte auf diesem müden alten Fußboden zu hören. Das mit deinem Vater tut mir sehr leid. Dylan, ist alles in Ordnung? Bevor ich heute früh weggegangen bin, habe ich meinem Dad gesagt, dass ich ihn hassen würde. Dass ich wünschte, er würde für immer verschwinden. Wir alle sagen irgendwann mal Dinge, die wir nicht so meinen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Mein Dad hatte eine Affäre. Mit einer Frau namens Ashley. Ich habe gehört, wie er und Mom sich gestritten haben.
Er hat sich immer weggeschlichen zu einer Telefonzelle im Yachthafen, um sie anzurufen. Er hat nicht mal versucht, es abzustreiten. Dann hat Mom das Haus verkauft und Dad und ich sind aufs Boot gezogen. Dylan, wer waren die zwei Männer am Steg? Die waren aus Dads Anwaltskanzlei. Der Ältere war Eiker Hoyt. Der andere Typ heißt Winston. Er ist der Chef des Sicherheitsdienstes. Der ist gefährlich, Jared. Wieso sagst du das? Vor etwa einem Monat bekam ich einen Streit mit zwischen Winston und meinem Dad auf dem Steg. Er hat ihm gedroht. Er sagte ihm, er sollte der Firma keinen Ärger machen. Er hätte keine Ahnung, welche Macht sie hätten. Und er sollte das Richtige tun, um seine Familie zu schützen. Dann hat er meinen Vater geohrfeigt und ist gegangen. Ich wünschte, er hätte dort nicht angefangen zu arbeiten. Ich muss mich da einschleichen. Was könnte eine Gruppe von Steueranwälten am meisten fürchten? Wovor wir uns alle fürchten. Vom Finanzamt? Ihr Besuch kommt etwas überraschend für uns. Überraschungen gehören zu unserem Geschäft. Schließlich sind wir von der Finanzbehörde. Sehr schönes Gebäude. Wir sind alle stolz darauf. Mr. Hoyts Büro, er erwartet Sie. Mr. Telly, willkommen. Mr. Hoyt, ich hoffe, ich störe nicht oder komme ich ungelegen? Wenn ich ja sagen würde, gehen Sie dann wieder. Nein, ich glaube nicht. Wir sind eine vielbeschäftigte Firma. Wie war Ihr Name noch, Sir? Das ist Mr. Winston, er ist der Chef des Sicherheitsdienstes. Wie schon Ihre Assistentin sagte, sind uns einige Unregelmäßigkeiten bei Ihrer letzten Steuererklärung aufgefallen. Nichts Ernsthaftes. Wir haben die Bemessungsgrenze für einige absetzbare Kosten gesenkt. Die werden von Ihrer Bilanz abgezogen. Wie lange wird das dauern? Wenn ich auf keine unvorhergesehenen Probleme stoße, sind Sie mich in 2 Tagen wieder los. Am Ende des Ganges ist ein Büro für Sie. Sollten Sie irgendwas brauchen, melden Sie sich. Das werde ich tun. Mr. Hoyt? Mr. Winston? Schon, er würde sich die Finger wund telefonieren. Nun, er hält sich tapfer, aber seine Augen können seinen Kummer nicht verbergen. Sein Vater... Ich habe die Nummer von der Telefonzelle, von der aus er Ashley immer angerufen hat. Die andere Frau. Dylan sagt, er hätte sie am Geburtstag seiner Mutter angerufen. Die Telefongesellschaft hat alle Anrufe, die von dort aus geführt wurden, aufgelistet. Aber nach was suchen wir? Nach der Nummer, die an den vorangegangenen Tagen des Öfteren angerufen wurde. Das muss Ashleys Telefonnummer sein. Wenn wir jetzt die Rufnummer identifizieren, wissen wir genau, wer die Frau ist. Also, wer ist die Ehezerstörerin? Es gab keine. Ashley ist keine Frau. Er ist Agent des FBI. Hale hatte keine Affäre. Wieso hat mein Dad Mom dann verlassen? Ich vermute, dass er versucht hat, dich zu schützen. Dich und deine Mutter wegzuschicken, war für ihn die einzige Lösung. Aber wovor schützen? Finden wir es raus. Agent Matthew Ashley, bitte. Wie bitte? Wann? Nein, trotzdem vielen Dank. Was sagen die? Agent Ashley ist tot. Er starb bei einem Verkehrsunfall vor 5 Tagen.
hat mir erwähnt, dass er für das Justizministerium gearbeitet hat. Ashley hat gegen eine hiesige Anwaltskanzlei ermittelt, auf die wir ein Auge geworfen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Truppen Senator formieren. Senator Mix ist auf Leitung 2. Ich rufe zurück. Er ist sehr ungehalten. Dann sind wir schon zwei. In Ihrem Laden geht es ja ziemlich hektisch zu. So etwas passiert, wenn einer der besten Leute unerwartet stirbt. Weiß man, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Da war eine Baustelle. Ashley hat die Kontrolle verloren. Es war ein tragischer Zufall. Ein Zufall? Ashley hatte einen Informanten bei Hoyt und Partner. Der Informant hatte Beweise, die die Kanzlei mit dem Tod eines Kronzeugen in Verbindung brachte, der gegen einen ihrer Mandanten aussagen sollte. Hat der Informant einen Namen? Er wollte sich nicht zu erkennen geben. Und die Beweise? Ashley starb, bevor er sie erhielt. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Großartig, das ist großartig. Oh, ich hoffe, dass alles okay ist. Soweit, so gut. Eine tödliche Kombination, schnell und clever. Ich habe ein paar Jahre für eine Gesellschaft in Delaware gearbeitet. Der Laden war unheimlich, aber ich habe dort viel gelernt. Da wäre noch eine Sache. Ich habe viele Hinweise auf Aufgaben, die ein gewisser Peter Hale erledigt hat, gefunden. Ich wollte mir seine Abrechnung ansehen, aber der Zugriff wurde verweigert. Nun, es gibt Akten, die sind intern gesperrt. Gut, dann ändern Sie das. Ich veranlasse, dass Sie sie sofort bekommen. Prima. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen... Das Büro des Chefs? Warum überrascht mich das nicht, Winston? Wer ist dein Finanzamtsschnüffler? Wer mag dich schon? Weiß nicht, ich habe ein komisches Gefühl. Greg, du bist paranoid. Dafür bezahlst du mich. Das Letzte, was wir brauchen, ist jemand, der Fragen an Peter Hale stellt. Hale ist tot. Außerdem habe ich uns das nicht eingebrockt, sondern du. Hey, ich habe getan, was getan werden musste. Ich habe nie von Mord gesprochen. Hätte ich die Leute nicht zum Schweigen gebracht, säße de Paas immer noch im Gefängnis. Weißt du, was das bedeuten würde? Was meinst du, wie man auf die Tatsache reagieren würde, dass Hoyt und Partner nicht in der Lage wären, mit einem Fall wie de Paas fertig zu werden? Ihn aus dem Gefängnis zu holen, war entscheidend für das Überleben der Kanzlei. Hör zu, ich weiß, dass Blut an meinen Händen klebt, aber wenn ich untergehe, gehst du auch unter. Das solltest du niemals vergessen. Ich bin in meinem Büro. Mr. Winston, ich habe Sie schon gesucht. Gut, hier bin ich. Ich bin auf ein paar fragwürdige Eintragungen in Ihren Spesenabrechnungen gestoßen und ich dachte, wir könnten das nach dem Mittag durchgehen. Nein, können wir nicht. Nun, ich würde das ungern der Inkassoabteilung übergeben, Sir. Ich meine, immerhin sind Sie ein vielbeschäftigter Mann und das Letzte, was Sie brauchen, ist eine Steuerprüfung. Drohen Sie mir etwa, Mr. Telly? Ich brauche Ihnen nicht zu drohen, Sir. Ich bin ja vom Finanzamt. Das wäre dringend. Was gibt's denn? Daddy, ich verlasse das Center. Was? Verlassen? Das ist Ihr Zuhause. Das ist das einzige Leben, das du kennst. Das einzige Leben, das ich kennenlernen durfte. Ich habe seit meiner Kindheit nur getan, was du erwartet hast. Nach Mutters Tod habe ich nur dafür gelebt. Aber jetzt bin ich kein kleines Mädchen mehr. Und die werde ich nicht mehr brauchen. Und der Grund dafür ist dieser Zimmermann, richtig? Sein Name ist Thomas, doch hier geht es um mich allein. Daddy, bitte, bitte gib mir deinen Segen. Das ist aber nicht fair. Sie sind verpflichtet, so lange hier zu bleiben, bis Jared gefasst ist. Was hier noch nicht der Fall ist. Ich habe das Recht auf ein eigenes Leben. Kommt schon. Eine Organisation, die so mächtig wie das Center ist, wird doch eine Mitarbeiterin ersetzen können.
Das ist viel zu wichtig, um das in einer Laune zu entscheiden. Das ist keine Laune, bitte glaub mir. Ich weiß, was ich will. Das werde ich nicht akzeptieren. Wenn Sie Ihre Tochter nicht aufhalten, werde ich es machen. Rains, drohen Sie nie meiner Familie. Niemals. Mein Dad war ein Held? Er hat dem FBI geholfen, Beweise gegen Hoyts Kanzlei zu sammeln. Einer ihrer Mandanten war ein Drogendealer namens Vincent DePass. Ihm stand ein Mordprozess bevor. Die Anklage hatte eine Augenzeugin. Eine Frau namens Molly Brophy. 3 Tage bevor sie aussagen sollte, wurde sie ermordet. Das habe ich im Internet gefunden. Winston hat die Leute umgebracht, weil er einen Mandanten schützen wollte? Das vermute ich. Der Trick ist nun, das zu beweisen. Deswegen hatte mein Dad so große Angst. Er muss das mit dem Morden herausgefunden haben. Dylan, er hat versucht, das Richtige zu tun. Ich vermisse ihn, Jared. Ich vermisse ihn so sehr. Das weiß ich. Am Leben? Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Dylan geht es gut, er ist in einem sicheren Versteck. Ich habe Sie unten am Hafen mit ihm gesehen, Sie arbeiten für Hoyt und Winston, wo ist Dylan? Mein Name ist Jared und ich will Ihnen helfen. Warum sollte ich Ihnen glauben? Weil Ihr Sohn es auch tut, aber er hat Angst und ist verwirrt, weil er denkt, sein Vater ist tot. Sie wissen ja nicht, worauf Sie sich einlassen. Ich weiß von dem Deckungsmanöver, um den Pass zu schützen. Ich weiß, dass Molly Brophy, ihre Enkelin und Agent Ashley ermordet wurden. Nun reden Sie endlich, Peter, denn ich bin Ihre einzige Rettung. Ich bin über ein paar Ungereimtheiten in einem anderen Fall gestoßen. Als mir klar wurde, was es war, rief ich das FBI an. Agent Ashley. Er bat mich, Beweise zu sammeln, damit das FBI DePass und die Kanzlei zu Fall bringen konnte. Und jetzt ist er tot. Er hatte eine Frau und ein Kind. Das FBI sagt, sein Tod wäre ein Unfall gewesen. Ich traf Ashley an jenem Morgen, übergab ihm die Beweise und plötzlich war er tot. Die Akten sind verschwunden. Es war kein Unfall. Es war Winston. Und ich sollte der Nächste sein. Also inszenierten Sie Ihren eigenen Tod. Ich geriet in Panik. Winston beobachtet alles und er weiß alles. Ich dachte, der einzige Ausweg wäre, ihn glauben zu lassen, ich wäre tot. So hätte ich Zeit gewonnen, um Dylan von hier wegzubringen. Das Boot in die Luft zu sprengen, war das Beste, was mir eingefallen ist. Ich habe die Kabine abgedichtet und das Gas aufgedreht. Dann habe ich Dylans Schule angerufen. Er sollte sich mit mir treffen, aber dort war er nicht. Ich hatte befürchtet, ihm wäre schon etwas zugestoßen. Ich wusste, dass Winston mich beschatten ließ. So oder so, wir hätten eine bessere Chance gehabt, wenn er mich für tot gehalten hätte. Also habe ich die Nachricht hinterlassen und bin wieder an Bord gegangen. Ich habe eine Zündvorrichtung in der Kabine installiert. Dann habe ich mir ein Tauchgerät geschnappt und bin abgetaucht. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Winston merken würde, dass keiner an Bord war, wären Sie und Dylan bei Ihrer Frau in England in Sicherheit. Als ich Sie aus der Kanzlei kommen sah, glaubte ich, ich hätte meinen Sohn für immer verloren. Dylan denkt, sein Vater wäre tot. Oh Gott, ich habe den Jungen bewusst schlecht behandelt, aber nur, um ihn zu beschützen. Denken Sie, dass er mir je vergeben wird? Fragen wir ihn doch. Es geht nichts über den Geruch von frisch geschnittenem Holz. Wie groß soll denn der Abstand zwischen den Stützpfosten sein? Oh, 70 Zentimeter. Das sind höchstens 40. Das ist doch aber unökonomisch. So hält die Konstruktion doppelt so lange. Nur das ist wichtig. Oh, ein Mann mit Grundsätzen. Sie verstehen was vom Zimmern? Ich verstehe von allem ein wenig. Könnten Sie mir eine Schraubzwinge reichen, bitte?
schätze, Sie fragen sich, wieso ich hier bin. Sie hat Ihnen gesagt, dass sie weggehen will. Ihre Tochter und ich haben keine Geheimnisse voreinander. Diese Werkzeuge sind alt, Sie könnten neue gebrauchen. Kann ich irgendwas für Sie tun, Mr. Parker? Ein Blankoscheck. Setzen Sie einen beliebigen Betrag ein. Wir schütteln uns die Hand, dann leben wir unser Leben weiter. Sie Ihres, wir unseres. Ich liebe Ihre Tochter, Mr. Parker. Und kein Geld der Welt wird daran etwas ändern können. Dylan? Dylan? Wo ist er? Sie sagten, er wäre hier. Oh, Jared. Gott sei Dank, dass Sie zurückgekommen sind. Wo ist Dylan? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er war so wütend, so aufgebracht. Der Junge hat meinen Revolver mitgenommen. Wo kann er hin sein? Er hat's auf Winston abgesehen. Ich kann nicht surfen. Her damit. Sie können mich nicht aufhalten. Ich auch nicht. Dad? Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich auch, als ich annahm, ich würde dich nie wiedersehen. Verzeih mir, es tut mir leid. Ich habe gesehen, wie das Boot explodierte. Ich weiß, das ergibt alles keinen Sinn für dich, aber ich verspreche dir, ich werde alles in Ordnung bringen und alles wird wieder so, wie es war. Mit Mom auch? Ja, besonders mit Mom. Kommt ihr zwei, uns wartet noch viel Arbeit. Ich kann tun, was ich will. Die lassen mich nicht gehen. Ich verstehe das nicht. Du bist eine erwachsene Frau. Du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Das ist nicht so einfach. Jetzt noch Besuch? Ich hoffe, wir stören nicht, Engelchen. Nein, wir wollen... Was willst du denn? Wir wollten nur kurz vorbeischauen und sehen, ob es Ihnen gut geht. Oh, so ist das. Zum Teufel damit, Schätzchen. Ich möchte mit dir reden. Dürfen wir reinkommen, ja? Sicher. Danke. So ein Mistkerl. Was ist denn? Hale ist noch am Leben. Das ist unmöglich, Winston. Das ist irgendein linkes Ding. Schau dir die Zeitung an, die er in der Hand hält. Das Foto wurde heute gemacht. In dem Brief steht, das wäre alles inszeniert gewesen. Hale weiß über Molly Brophy und den FBI-Agenten Bescheid. Er will Geld haben und dann verschwindet er. Was noch? Ich soll mich mit ihm auf einem Parkplatz treffen. Ich soll allein kommen, sonst erzählt er dem FBI alles. Was willst du tun? Ich treffe mich mit ihm. Allein. Dann werde ich die Sau unschädlich machen. Ein für alle Mal. Und Sie wollen wirklich nichts trinken? Nein, danke, Thomas. Daddy, du wolltest mit mir über etwas sprechen. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Daddy. Nein, lass mich ausreden. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Ich hasse Veränderungen. So bin ich nun mal.
Aber ich habe nachgedacht über dich und deinen jungen Freund hier und... nun, ich war egoistisch. Ich verstehe nicht. Bei der Yakuza sagt man, dass Liebe und Angst auf demselben Flügel gen Himmel fliegen. Was bedeutet, dass wir die Dinge, die wir aus Liebe zu jemandem tun, auch tun, weil wir Angst haben. So wie Dad versucht hat, Thomas Geld anzubieten, damit er weggeht. Was? Wieso hast du mir das nicht erzählt? Weil es nicht der Rede wert war. Er hat einen Fehler gemacht, das ist alles. Einen von vielen, fürchte ich. Engelchen, ich habe große Angst. Wovor? Du bist alles, was ich habe. Wenn du gehst, verliere ich wahrscheinlich den besten Teil von mir. Aber wenn du denkst, wegzugehen wäre das Beste für dich, dann geh mit meinem Segen. Ist das dein Ernst? Nun, ich möchte, dass du glücklich bist. Das habe ich immer gewollt. Es ist spät und wir müssen früh aufstehen. Also, gute Nacht, mein Schatz. Thomas? Gute Nacht. Gute Nacht. Herzlichen Glückwunsch, Parker. Wie es aussieht, kannst du endlich über dein Leben selbst bestimmen. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ein komisches. Das glaube ich. Hör zu, während ich die Hintertür abschließe, machst du die Lichter aus, okay? Okay. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie ein Telefon? Neben dem Laden ist eins. Aber das ist kaputt. Hören Sie, ich habe einen Platten und ich komme zu spät zu einer wichtigen Verabredung. Dürfte ich Ihr Telefon benutzen? Ein Ortsgespräch? Ja. Also das könnte auch ein Trick sein. Ja, Mister, Sie sagen, es wäre ein Ortsgespräch. Und wenn die Rechnung kommt, stelle ich fest, dass es ein Ferngespräch war. Und ich kann die Rechnung bezahlen. Das hier sind $20, Ma'am, okay? Also, dürfte ich jetzt Ihr Telefon benutzen? Machen Sie es kurz. Danke, vielmals. Alle die Hände hoch, das ist ein Überfall. Los, Lady, kommen Sie nach vorne. Nein. Tun Sie, was er sagt, Lady, kommen Sie nach vorne. Verschwinden Sie aus meinem Laden. Waffe runter, Lady. Sie verrückt, tun Sie, was er sagt. Sie rauben meinen Laden nicht mehr aus, ich kämpfe oder ich sterbe. Nein, Sie werden nicht kämpfen, Sie haben keine Chance. Waffe runter und lassen Sie die Männer laufen. Tun Sie, was er sagt, Waffe runter, sofort. Nein. Bist du verrückt geworden? Ich bin in Panik geraten. Sieh nach, ob sie noch lebt. Ich habe nichts gesehen. Oh mein Gott, ich hab sie erschossen. Du Vollidiot! Mir leid, Mann. Das ist unser Paul. Maul, Schnauze, halt dein Maul! Lass mich eine Sekunde nachdenken. Ich hab nichts gesehen. Du bist so blöd. Sieh, darüber.
Ja. Los, darüber! Was hast du vor? Du hast jemanden umgebracht, wir können kein Zeug zurücklassen. Sie brauchen mich nicht umzubringen, ich kann Ihnen aus der Patsche helfen. Was soll das heißen? Sie haben die Frau umgelegt, kein Problem, es war ein Unfall. Was bedeutet kein Problem? Er hat die alte kaltblütig umgebracht, dafür wird man uns grillen. Nein, man wird Sie nicht dafür grillen. Tun Sie genau, was ich sage, dann passiert Ihnen nichts. Ich arbeite für eine der Top-Kanzleien, okay? Sie sind Anwalt, das glaube ich nicht. Nein, ich bin kein Anwalt, Mann, ich bin so wie Sie, okay? Sie haben doch keinen umgelegt. Los, runter auf die Knie! Erzähl doch, ich habe auch eine alte umgelegt, in einem Laden, wie Sie, mir ist nichts passiert. Bitte töten Sie mich nicht, Sie müssen mir glauben. Bitte. Ich glaube ihm. Glauben Sie ihm? Ja, ich glaube ihm. Was soll das? Ich glaube ihm auch. Ich auch. Was ist hier los? Eins haben Sie vergessen. Sie haben auch Ihre Enkelin umgebracht und einen FBI-Agenten getötet. Ja, sind Sie zum Teufel? Jemand, der diese Tipps dem FBI übergeben wird. Ich weiß, dass Blut an meinen Händen klebt, aber wenn ich untergehe, gehst du auch unter. Das solltest du niemals vergessen. Ich habe auch eine alte umgelegt in einem Laden, wie Sie. Mir ist nichts passiert. Bitte töten Sie mich nicht. Sie müssen mir glauben. Bitte. Klingt irgendwie gut, finden Sie nicht? Sie sind ein Dreckschwein, wissen Sie das? Oh, ruhig, Blut. Hey, man kann nie wissen. Heute ist vielleicht Ihr Glückstag. Was meinst du? So eins wie dieses? Oder vielleicht ein ganz großes Segelboot? Ich weiß nicht, Dad. Vielleicht sollten wir eine Weile an Land leben. Vielleicht in einem kleinen Haus. Vielleicht hast du recht. Wenigstens haben sie zu Ende gebracht, was sie angefangen haben. Das hätte ich ohne sie nicht geschafft. Danke, Jared. Was machen Sie jetzt? Ich versuche, meine Familie wieder zusammenzubekommen. Ich glaube, das letzte Puzzleteil ist gerade vorgefahren. Mom! Rita, was ist los? Ein Wunder ist geschehen. Ein Blitz hat mein U-Boot getroffen, Jared. Toll!